Hier habe ich zwei Spule schon voll, die kann man ja wechseln mit Baumwolle und jetzt muss es noch verzweigen. Und das bedeutet, man dreht es andersrum wie beim Spinnen, weil sonst dreht man das Ganze wieder auf. Muss noch ein bisschen üben. Andersrum geht es noch besser. Aufwickeln. Wieder einhängen. Und verkehrt rumdrehen. Das ist ganz wichtig. Wenn das Garn fertig ist, dann koche ich es kurz auf, lasse es 3 Stunden in Soda-Ei weichen und dann kann man es färben. Und dann ist es fertig. Gibt es extra so Baumwollfarbe dazu. Das wäre dann ohne Verlinke. So. Und so sieht es dann zum Beispiel her, wie es rosa eingefärbt, so sieht es dann aus.